Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich geb zu, ich war bislang ein klein bisschen befangen, denn ich war eigentlich immer davon ausgegangen, dass die DDR vor Jahren ein jähes Ende fand. Es wurde später dann auch Mauerfall und Wendezeit genannt, doch vielleicht war das ja nur so ein Mandela-Effekt. Denn heute Morgen bin ich aufgewacht und da hab ich gecheckt, dass die olle DDR noch immer existiert. Nur im Osten, nein, ich fürchte, sie ist sogar expandiert. Ich wollte an den Strand gehen, doch der Strand war abgesperrt, weil das Meer genau wie der Strand und ich dem deutschen Staat gehört. Und wenn die Bürokraten im Politbüro entscheiden, dass man nicht mehr reisen darf, dann müssen wir zu Hause bleiben. Wenn die Experten sagen, Freunde treffen ist viel zu gefährlich, dann wird Freunde treffen strafbar. Und kaum jemand wehrt sich, alles was heute ganz normal ist, ist vielleicht morgen schon verboten. Und die Umfragewerte der Regierung klettern immer mehr nach oben. Was ist nur los mit den Menschen in diesem Land? Kann mir das irgendjemand erklären? Ich kapier's echt nicht, manchmal glaub ich echt. Ich glaub, ich lebe noch immer in der DDR. Nur ohne Stasi, FDJ und Erich von Necker. Doch der Beton in den Köpfen überlauert, auch noch Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer. Selbstverliebte Bürokraten regieren das Land und fahren Wirtschaft und Kultur ganz kompetent an die Wand. Zur Not nimmt man ein paar hundert Milliarden neue Schulden auf. Die nächsten Generationen, die freuen sich sicher schon drauf. Ich denk mir, das kann doch jetzt nicht alles ernst gemeint sein. Hoff auf mehr Information und schalt die Tagesschau ein. Da singt der Sprecher gerade eine Lobeshymne auf den deutschen Staat. Und dass Deutschland von allen Ländern die besten Zahlen hat. Hurra, wir sind mal wieder Weltmeister, Kritik gibt es kaum. Und wenn dann nur, um gleich darauf auf die Kritiker draufzuhauen. Man berichtet mal kurz über Anti-Lockdown-Demonstranten und verhöhnt sie gleich darauf als Nazis und irre Ignoranten. Auch viele Linke stimmen in das Loblied auf die Zwangsmaßnahmen ein. Ein bisschen Zwang ist schon okay, es ist ja alles gut gemeint. Hauptsache man ist gegen Rassismus und politisch korrekt. Ob der Bürger an den Strand darf, kümmert die doch einen Dreck. Wann hat eigentlich zum letzten Mal ein Linker das Wort Freiheit in den Mund genommen? War das noch vor Che Guevara oder danach? Ich glaub, ich lebe noch immer in der DDR. Nur ohne Stasi, FDJ und Erich von Necker. Doch der Beton in den Köpfen überdauert, auch noch Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer. Noch genauso gern wie einst. Alles wird sofort gemeldet, was irgendwie verdächtig scheint. Was, du trägst keine Maske, wie ihr hockt hier zu viert. Abweichler werden umerzogen, bis ein jeder pariert. Nein, es geht nicht nur um Corona, nicht um irgendeine Seuche. Wenn der dritte Weltkrieg käme, wär's doch haargenau das gleiche. Auch dann würden die als erstes unsere Freiheiten beschneiden und verweisen auf die schlimme Krise und die harten Zeiten. Doch eine Freiheit, die nur gilt, wenn es gerade keine Krise gibt, die so schlimm ist, dass der Staat uns unsere Freiheiten entzieht. Das ist dann keine Freiheit, sondern ein Muster ohne Wert. Denn so ein kleines bisschen Freiheit gab's auch schon in der DDR. Doch weil dieses kleine bisschen auf Dauer viel zu wenig war, gingen Menschen auf die Straße, denn für sie war völlig klar, tun sie nichts, dann bleiben sie bis in alle Ewigkeit ein feiges Dummvolk, eingemauert von der Obrigkeit. Und dann kam die Wende und dann alles wieder von vorn. Und täglich grüßt der Honecker. Irgendwie ist das alles nur noch ein einziger Albtraum. Ich glaub, ich bin noch immer in der DDR. Nur ohne Stasi, FDJ und Erich von Necker. Doch der Beton in den Köpfen überlauert, auch noch Jahrzehnte nachdem. Ich glaub, ich bin noch immer in der DDR. Ich leb noch immer in der DDR. Nur ohne Erich Honecker und Bürgerrechtler. Wozu auch? Wir leben ja jetzt in der Demokratie, nicht wahr? Ich glaub, ich lebe noch immer in der DDR. Nur ohne Stasi, FDJ und Erich von Necker. Doch der Beton in den Köpfen überlauert, auch noch Jahrzehnte nachdem. Ich glaub, ich lebe noch immer in der DDR. Nur ohne Stasi, FDJ und Erich von Necker. Doch der Beton in den Köpfen überdauert, auch noch Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer.